Ich hab so Angst. Ich glaube, ich gehe. Ah, es geht da rein. Okay, wir gehen da jetzt rein. Oh mein Fuck, Gott. Mann. Hinweise für Angestellte. Aufenthalt für Patienten verboten. Mitnahme von Lebensmitteln verboten. Es gilt die Schweigepflicht über alle Vorgänge in diesem Bereich. Die Verwaltung. Schon wieder die Verwaltung. Immer die Verwaltung, weißt du? Das sind nämlich eigentlich die Bösen. Da blinkt was. Nicht schon wieder ein Zahlenrätsel. Bitte, Nee. Tastatur nein. Zum Herausgeben der ID-Karte bestätigen Sie den richtigen Eingabecode. In diesem Kontrollpass müssen Sie Oh. eine Zahl eingeben. Ich hasse dich dafür, das ist dir klar. Nicht schon wieder die zu zahlen. Oh. In diesem Schlitz steckt eine Karte. Das lässt sich nicht herausziehen. Wir betrauern all die Toten? Gott, was geht denn ab, Alter? Das frage ich mich auch. Wir hatten jetzt nicht so wirklich Zahlen und ich versuche einfach auf Plus Club nochmal mit der 06. Nein, das war nicht richtig. Traurig. Oh. Wir stehen jetzt wieder vor einem Rätsel, aber wir kommen der ganzen Sache extrem nahe. Hier stimmt was nicht. So weit sind wir jetzt auch schon, aber wir haben keine Ahnung, was los ist. Warte mal, geht's da nicht noch da links lang? Habe ich das jetzt übersehen? Ja, da geht's auch noch lang. Alright. Da liegt Blut, also speichern wir. Eine Zeitung. Offenbar berichtet sie von einem Mord in einem Krankenhaus. Oh ne. Ach, bitte nicht, komm. Lass mal. Der Spind ist leer. Kann ich irgendwo die den Zettel, ein Zettel mit den Zahlen stehen? Ein Hebel. Betätigen? Oh ja, warum nicht? Warum wirklich den Hebel betätigt? Ah! Gruseliges Geräusch! Es hat sich wohl was getan. Wo war denn das jetzt mit dem Hebel? Ich raff's nicht. Ich könnte jetzt auch einfach alle Zahlen ausprobieren. Diesmal ist das bestimmt keine einzelne Zahl, sondern zwei. Ja, dann habe ich auch nur 81 Möglichkeiten. 42, die Antwort auf alles. Ah. Was soll der Schmarrn? Ich meine, gibt's nicht irgendwie einen Tipp für das Rätsel? Ein klitzeklitzeklein. Bitte. Nein. Das wäre doch echt gut. Das wäre echt nett. Also so ein klitzekleinen Tipp. Ganz klein. Muss echt kein großer sein. Ein Operationstisch. Ein Operationstisch. Wie schön. Infos Leere über Container. Infos. Eine Zeitung. Ja, von dem Mord, bla bla bla. Okay, so. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja, aber wo soll ich denn hin? Ich möchte nicht nochmal wieder zurück. Ich möchte da nicht wieder zurück. Ehrlich nicht. Aber irgendwo müssen wir ja die Zahlen herkriegen. Ja, und irgendwo muss ich was getan haben wegen dem Hebel. Und da kriegen wir Weil. sicher die Zahlen her. Komm, wir gehen mal zurück. Aber ganz vorsichtig. Oh, oh Gott. Wir tapsen. Ja, aber wo? Weißt du, das Krankenhaus ist doch echt groß genug. Wo soll sich dieser Scheißhebel denn bitte befinden? Please, erkläre es mir. Wenn ich das wüsste, wo sich was getan hat, bestimmt irgendwo oben. Meinst du? Ich bin Oder wo ratlos. könnte sich was getan haben? Also hier sieht noch alles wie immer aus. Aber mal draußen gucken?
sich draußen was getan? Ja. Vielleicht wie dunkel es draußen ist? Zu dunkel, ich gehe wieder rein. Ja, ich bin jetzt ein bisschen planlos. Vielleicht nochmal nach oben gehen? Huch, falsche Richtung. Jo, könnten wir machen. Aber wohin? Höchstens doch mal in ihr altes Zimmer. Also da so lang beim Klinikschlüssel und so, weißt du? Mhm. Mit dem zweiten Klinikschlüssel. Der war ja für die zweite Etage. Huch. Die Kameraperspektive. Die regt mich echt auf. Also, weiß auch nicht, das macht mich voll kuschig. Okay. Let's try. Ich meine, mehr als sterben können wir jetzt eigentlich nicht. Von daher stehen die Chancen für uns ganz gut. Also, mehr oder weniger, ne? Da mal schauen, nicht. Vielleicht hat sich ja die Tür da geöffnet, vielleicht klemmt es nicht mehr. Es klemmt nicht mehr. Die Leiche davor, die hat sich bewegt und ist in einem Millimeter verschoben und die Tür scheint zu klemmen. Oh. Braucht die jetzt ein Brecheisen, um das aufzubrechen? Muss sie erst noch finden. Okay, ihr altes Zimmer. Vielleicht findet man hier was. Ein altmodisches Grammophon. Vielleicht finden wir halt irgendwas, das uns noch helfen kann. Auch wenn ich es bezweifle. Ich bezweifle das auch. Komm, im Endeffekt decken wir ihren eigenen Tod auf. Sie ist durch Krebs doch gestorben. Aber das wäre gruselig. Oh. Und dann hätten wir die ganze Zeit eine Leiche gespielt. Naja, eigentlich ein Geist oder whatever halt. Irgendwas. Irgendwen. Ein Wesen. Hm. Aber irgendwo muss ich was getan haben. Hm, wenn das nicht hier ist. Vielleicht. Da, die Tür zum Keller ging doch nicht. Die war doch dicht, die war doch verschlossen. Vielleicht hat der Hebel die Tür zum Keller geöffnet. Vielleicht war das ja so ein Mechanismus. Wir können es ja mal ausprobieren. Lass uns mal probieren. Ich meine, mehr als falsch sein kann es nicht. Also ich hänge irgendwie immer bei ihm an Rätseln. Ist dir das aufgefallen? Ja. Also ich habe Angst wie Sau. Nee, ist abgeschlossen. Und die Rätsel. Kasuwa, was hast du gemacht? Ich verstehe es auch nicht. Was hat er uns nur angetan? Hier noch irgendwas Interessantes. Am besten würde ich sagen, wir gucken in jedem einzelnen Zimmer nochmal nach. Ja, wir haben ja auch nichts zu tun. Okay, los geht's, ab geht's. Hier ist nix. Sie geht mir so unter. Oh, auf die Eierstöcke. Das ist echt bitter. Also, weil die so präsent ist und so. Oh! Gänsehaut! Halt und so, you know? Hm? Ich hab Angst, dass da. Wieso kann ich auf das Bett drauf? Oh Gott, ich will's gar nicht wissen. Komm, raus, raus, raus. Es ist mir zu viel Rot in dem Raum. Rot ist zwar eine warme Farbe, außer es kommt aus den Adern. Dann endet's meist tödlich. Hey. Da geht's auch mal. Ja, Toilette. Vielleicht hat sich ja die Toilettentür geöffnet. Ja, komm, vielleicht ist die Tür blockiert. Nein, die klemmt. Die Tür klemmt. Schade. Was ist, wenn ich jetzt ganz dringend aufs Klo muss? Was macht das? Das ist die Frage. Ich meine, im Ernst, was macht er dann? Weil, wie kann er sich jetzt, obwohl bei der Bruchbude könntest du dich auch locker in der Ecke hocken. Moment, heute Abend sinkt für sie das Niveau. Nicht gut. Wir wollen ja natürlich niveauvoll bleiben. Ne? Genau. Deswegen würde ich sagen. Denken die Leute noch schlecht von uns. Ignorieren wir einfach alles. Vielleicht hat der Hebel auch irgendwas in dem Haus gewirkt. Kann auch sein.
Aber das wäre richtig strange, weißt du, wie geil das wäre, wenn du in einem Klinikum ein Haus machst und auf einmal geht im Klinikum irgendwie so Nebel drückst und auf einmal geht in deinem Haus das Licht an oder aus oder der Kühlschrank auf? Oh, das wäre ein bisschen strange, da würde ich mir echt Gedanken machen. Also ich meine, hey, da geht einfach der Kühlschrank dann so auf und so, hey, hi. Oh, Kühlschrank. Hallo? Am besten springt dann noch was raus. Hallo? Ja. Hi, ich wohne jetzt hier. Ich wollte mir mal vorstellen, ich bin ihr neuer Nachbar. Du wohnst in meinem Kühlschrank. Ja, naja, also, ne, meine Wohnung ist noch nicht fertig und... So, als Zwangsbleibe. Deswegen... Hab ich mir gedacht, ich zieh mal in ihren Kühlschrank. Ja, wo haben sie das Rindfleisch hingepackt? Ja, das Rindfleisch, das... Hab ich auch gegessen. Das musste leider dann weichen. Das habe ich jetzt dann halt so weggelegt. Ne? Was soll ich denn jetzt essen? Ja, gar nichts. Wir leben von Liebe und Neun. Mir läuft gerade richtig, also ich habe gerade richtige Gänsehaut. Das ist richtig ekelhaft, weil die mir so immer an den Oberschenkeln hochkrabbelt. Ach, ganz schlimm. Ganz schlimm. Licht an. Stand da vorhin auch schon die Teetasse? Ja. Also hier hat sich aber nicht viel geändert. Also hier hat sich anscheinend nichts geändert. Dann anscheinend mal nach oben gehen. Oder da die Tür, ja. Oder nach unten. In den Keller. Vielleicht ist ja die Klinik mit dem Haus verbunden. Das wäre was strange. Geheimgang und... Ja, finde den Geheimgang. Bum, bum, bum. Taste die Wand ab. Okay, dann gucken wir noch mal oben. Ansonsten hüpfen wir einfach zurück in die Klinik und sind ratlos und machen dabei ein hübsches Gesicht. Warum auch nicht, ne? Oh, wait. Mein Gott. Wait? Eine alte Leiter hinaufklettern? Ja, natürlich. Aber warum habe ich die vorher nicht gesehen? Okay. Einen Zettel lesen. Die Schwestern haben mir gesagt, dass sie dich seit einiger Zeit nicht mehr gesehen haben. Dass du wie vom Erdboden verstuckt seist. Ich mach mir Sorgen. Was hast du nur vor, Romina? Wo soll das alles noch enden? Sonst liegt da nichts. Ich gucke auch gerade schon, ob da hier noch irgendwo was Interessantes ist. Aber es scheint mir... Nix da zu sein. Nein, nur der Zettel halt. Und der Rest scheint nicht für unsere Äuglein gedacht zu sein. Ich frag mich gerade ernsthaft, wo musste ich denn was getan haben? Wir haben Hebel betätigt und dann nichts geschieht. Frauenkleider. Ah, das frage ich mich halt auch schon die ganze Zeit. Irgendwie, weil es ist halt eigenartig. Also ich weiß nicht, ich gehe jetzt wieder zurück zum Klinikum und im Endeffekt laufe ich da wieder durch die Gegend. Aber, naja, mein Gott. Der Schalter war dann letztendlich doch nur zur Zierde, ne? Der Hebel, der war nur zur Ablenkung. Eigentlich müssen wir tatsächlich alle 91 Kombinationen ausprobieren. Das meint total Tasuva mit extra langem Spielerlebnis. Extra langem Probieren und extra langem Rätseln. Ja, nur hier. Das ganze Spiel ist mir ein Rätsel. Obwohl ich sagen muss, ich bin bisher mit 9, also es ist das eins der gruseligsten, die ich bisher hatte. Gerade weil... Ah, der ist gut gemacht. Du weißt, Geister tauchen auf, aber du weißt nicht wann. Und dass sich das halt so oft alles ändert, finde ich auch echt cool. Also das ist echt gut gemacht. Da hat da saubere Arbeit geleistet. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einen Cut und rätseln weiter. Bis dahin, genau. Leute. Tschüss. Tschüss.